Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Thüringer KI-Forum. Wieder einmal unter Pandemiebedingungen. Aber ich denke, auch nach dem ersten Forum ist es wichtig, dass wir regelmäßig zusammenkommen. Auch wenn es nicht immer sichtbar ist, die Anwendung der künstlichen Intelligenz begegnet uns überall im Alltag. Und ich bin mir sicher, der Einsatz der KI wird sich ausweiten. Die künstliche Intelligenz gehört zu den übergeordneten Themen, die wir in unserem Haus bearbeiten und die alle Unternehmen mehr oder minder betreffen. Kleine und mittelständische Unternehmen sind gefordert, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, so wie wir das schon in unserer Thüringer Strategie für die digitale Gesellschaft niedergelegt haben. KI, das ist Chance und Risiko zugleich. Wir glauben, wir wissen, KI ist keine Zukunftsmusik, sondern es gibt eine ganze Reihe von Institutionen, die sich mit dieser Thematik bereits jetzt intensiv beschäftigen. Zum Beispiel das Thüringer Forschungs- und Transferzentrum Lernende Systeme und Robotik. Dass diese Schnittstelle schließt zwischen den Hochschulen, den außeruniversitären Einrichtungen und der Wirtschaft. Professor Sattler wird nachher in kurzer Zeit Ihnen dieses Projekt vorstellen. Meinen herzlichen Dank dafür. Wir haben eine ganze Reihe weiterer Unterstützer, zum Beispiel das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 oder ein KI-Koordinator Wirtschaft, das Clustermanagement, das sich mit dieser Frage beschäftigt, oder das Bauhaus Mobility Lab. Auch hier werden KI-basierte Projekte bearbeitet. Mobilität, Logistik, Energie, das sind die Stichworte. Und wir sind erfolgreich gewesen im KI-Innovationswettbewerb. Und so wird uns das BMWI, das Bundeswirtschaftsministerium, in den nächsten 3 Jahren mit 20 Millionen Euro unterstützen. Ein ganz toller Erfolg, zu dem ich noch einmal gratuliere. Es gibt weitere Projekte, zum Beispiel Forschergruppen mit KI-Bezug über die Thüringer F&E-Personalrichtlinie bzw. das Landesprogramm Pro Digital unterstützen wir Sie. Und Herr Hartl vom BMWI, das wird Sie sicherlich interessieren. Wir stellen uns ausdrücklich hinter die Bewerbung des Ilmenauer Konsortiums im Auswahlverfahren um ein European Digital Innovation Hub. Meine Damen und Herren, es gehört natürlich auch zum umfassenden realistischen Bild, dass es weiteren Handlungsbedarf gibt. Nach wie vor gibt es viele kleine und mittelständische Unternehmen, die immer noch nicht begriffen haben, welche Vorteile künstliche Intelligenz ihnen bringen kann. Da geht es um Digitalisierung, Internet of Things, aber eben auch Industrie 4.0. Dienstleistungs-, Beratungsangebote müssen wir weiter ausbauen. Wir sehen Handlungsbedarf bei der Qualifizierung, denn wir müssen das Expertenwissen auch dadurch generieren, dass wir Menschen in den Unternehmen haben, die sich frühzeitig in der Ausbildung damit beschäftigt haben und ihre Erfahrung, ihre Kenntnisse einbringen können. Deshalb braucht es weitere Kooperationen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und eben auch diesen Experten. Jetzt ist oftmals zu hören, ja, die KI hat auch Risiken. Ich habe davon gesprochen. Wie wird es mit den Arbeitsplätzen in der Zukunft sein? Ja, Arbeitsplätze werden wegfallen. Aber die gute Nachricht ist, neue, hochwertige Arbeitsplätze entstehen. Und jetzt wird es darauf ankommen, Menschen dafür zu sensibilisieren und zu qualifizieren, dass sie auch späterhin in dieser neuen Art Arbeitsplätze Arbeit finden. Und das greift hinein in die Schulbildung, natürlich auch in die Hochschulbildung. Ein Bund-Länder-Programm Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung will das unterstützen. Es geht um die Qualifizierung von zukünftigen akademischen Fachkräften. Es geht darum, dass wir auch in der Hochschulbildung KI einführen. Wir wollen das durchaus als Land flankieren, indem wir die Kofinanzierung zur Verfügung stellen. Die EU-Kommission hat das Weißbuch zur künstlichen Intelligenz, ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen, verabschiedet. Damit ist eine Grundlage gelegt
eine breit angelegte Diskussion in Gang zu setzen. Wir wollen diese Diskussion begleiten. Es wird darum gehen, praxisnahe, handhabbare Rechtsnormen zu schaffen, damit die KI-Anwendung auch für gute Rahmenbedingungen sorgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie noch einmal ganz herzlich begrüßen zu unserem Forum. Ich freue mich darauf, dass Sie miteinander ins Gespräch kommen, auch wenn es unter Pandemiebedingungen nicht so einfach ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim zweiten Thüringer KI-Forum und erwarte einen regen und interessanten Austausch. Vielen herzlichen Dank.